Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich bin schnell wieder hierher gereist. Ich dachte erst, ich bin falsch, weil irgendwie hatte ich das Camp hier anders in Erinnerung, aber nein, wir sind richtig. So, wir machen jetzt noch die anderen Missionen. Wir haben einmal hier die Jagdmission. Na, das wird interessant. Das ist auch die ich die ganze Zeit mit meinem anderen Charakter gefarmt habe, um Titan zu bekommen. So, die ich gemacht habe, um Titan zu farmen. Die ist nämlich relativ easy. Weiß nicht, wie es jetzt aussieht mit unserer Ausrüstung auf Weltstufe 10. Aber an sich, falls ihr Titan braucht, macht auf jeden Fall die Mission hier. Oder Spaltzahn ist auch ganz gut, aber ich finde, die geht schneller. Wir sehen das seismische Beben die ganze Zeit um mich herum. Komm, mach's. Attacke. Los. Jetzt. Jetzt kommt's. Jetzt aber's. Ja, eigentlich nicht so der geile Skill, weil idealerweise sollten die Gegner ja gar nicht erst so nah an uns rankommen. So, hier drüben habt ihr die erste Kiste. Drei Kisten gibt es nämlich insgesamt in dem kleinen Gebiet. Wir schließen die jetzt mal fix ab. Normalerweise bin ich hier komplett durchgerannt bis zum Endboss hin. Ach, schaut mal. Ist das geil oder ist das geil? Wir haben jetzt natürlich wieder relativ wenig Schuss. Das habe ich nicht bedacht. Eigentlich ist das doof für unsere ganze Lava-Geschoss-Geschichte. Ah, okay. Die Sache ist, wie viel wir machen, aber halt auch generell, schaut mal, ohne Lava. Ne, wir haben noch Lava-Geschosse. Wir müssen mal gucken, wie der Schaden ohne Lava-Geschosse ist. Wir sind ja gleich soweit. Obwohl, wir können nochmal aufladen. Er hat natürlich mit der anderen Geschichte um einiges mehr Munition. Das habe ich jetzt nicht bedacht. So, wir gucken mal. Ah, ganz ehrlich. Schaut mal, selbst ohne Lavageschosse pfeffert das so ordentlich rein. Ich glaube, wir können das behalten. Ja, also normalerweise eigentlich nur da vorne spawnen, hier durchrennen. Hier hinten kommt gleich der gute Gegner raus. Da haben wir ihn. Jetzt könnt ihr noch nicht drauf schießen. Da ist die nächste Kiste und dort hinten steht dann die letzte. Und jetzt ungefähr könnt ihr langsam Schaden machen. Und ja, wenn ihr dann genug ausgerüstet seid. Ich bin hier einfach immer nur durchgerannt, hab den schnell gekillt, hab mich von den ganzen kleinen Viechern hier drumherum töten lassen. Und dann spawnt er gleich wieder vorne, wo wir gerade eben schon rausgekommen sind. Und dann kann man das halt. Also ich habe nicht mal ganz eine Minute gebraucht für den Gegner. Ich glaube 50 Sekunden, sowas die Richtung. Und der lässt halt meistens so um die 20 Titanen fallen. Plus noch zwei lila Gegenstände. Da kann man sich halt schon mal ganz gut was zusammenfarmen. So. Ja, wir behalten die Waffe definitiv. Ganz ehrlich. Der Schaden, den wir hier gerade reinpfeffern, das ist einfach zu pervers. Müssen wir mal schauen, ob wir doch nochmal umskillen, ob wir das mit den Lava-Geschossen jetzt wieder sein lassen. Ich habe mich immer noch nicht informiert, was da jetzt die beste Taktik ist. Oder das beste Bild. Naja, den können wir noch kurz stehen lassen. Wir holen uns eben schnell die Kiste. Finde ich, ist definitiv die einfachste und schnellste Mission, die man machen kann. Und sobald man das Gebiet halt verlässt und wieder reinkommt, sind die Truhen ja auch wieder alle aktiv. Man muss halt immer nur gucken, dass man definitiv ein paar Gegner leben lässt, dass die einen umbringen. Ansonsten kann man es halt nicht wiederholen, erst wenn man dann alle abgeschlossen hat. So, hier haben wir nochmal Eisen. Hier noch die Kiste und dann gucken wir gleich mal, was rausgesprungen ist bei dem. Also zwei lila Gegenstände kriegt ihr auf jeden Fall immer. Meistens auch noch gut blauen Loot. Und dann können wir mal schauen. Drei Titanen. Cool. Also ich habe es auch meistens auf Weltstufe 10 oder 11 gespielt. Und ich muss sagen, es kam ganz, ganz selten mal vor. Eigentlich haben wir immer drei Positionen gehabt vom Titan. Und meistens immer so 5, 7, 5, sowas die Richtung. Und auch mal mehr. Naja, war jetzt gerade nicht... Ja, wie nennt man es? Vorführeffekt halt, ne? Diesmal war es nicht so viel, aber vielleicht wurde es auch mittlerweile gepatcht, keine Ahnung. Ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gemacht, weil irgendwann hat man so viel von allem möglichen Zeug, dass man einfach nichts mehr braucht. Zumindest geht es mir mit meinem zweiten Charakter mittlerweile so. Dann haben wir auch das abgeschlossen. Dann hatten wir hier irgendwo noch eine Nebenmission und da müssen wir nochmal auf die Karte schauen. Hier hinten kommt noch irgendwo was. Ich glaube, nach der Mission haben wir dann schon Weltstufe 11.
Ich habe ein bisschen Angst davor. Na, das wird interessant. So, Blitzkrieg. Dass das immer so Ewigkeiten dauern muss. Schlimm. Schlimm, schlimm. Und mein Magen knurrt. Ich hoffe, man hört es nicht in der Aufnahme. Ich muss definitiv mal was frühstücken. Schade, wenn die Waffe noch ein bisschen mehr Muni hätte, so 45 Schuss, dann wäre das mega, mega geil. Aber auch die Stats haben ja noch nicht hundertprozentig gepasst. Wir werden früher oder später eh noch eine andere Waffe nehmen. Ist der schon da? Nee, ich glaube erstmal nur seine kleinen Truppen, ne? Ja, es ist halt zu wenig Schuss für die Lavageschosse. Das ist ein bisschen doof. Aber ansonsten bockt es doch sehr, muss ich sagen. Und die Schadensverkettung haben wir jetzt auch mit drauf. Man kann halt auch echt ordentlich damit treffen, gerade auch auf die Ferne mit dem Salven-Zeugs. So, jetzt sehen wir es nämlich. Die Schadensverkettung ballert ordentlich rein. Weltstufe 11. Wir haben sie. Ach, ist das schön. Es ist einfach immer wieder geil, wenn man Schaden macht. Also wenn man mehr Schaden macht als vorher. Jetzt gehen wir gleich auf Weltstufe 11. Also die Freude wird wahrscheinlich sehr kurz sein. Dann wird doch trotzdem wieder alles relativ lange dauern. Aber naja. Wir müssen halt überall eigentlich nur zweimal die Maustaste drücken und das war's. Da hinten ist der Blitzkrieg. Ah, Mist, ich hätte nochmal aufladen können. So wie er angerannt kommt, verstehe ich seinen Namen. Gucken, ob wir ihn einäschern können. Hat funktioniert. Ah, shit, wo sind wir denn jetzt hier runtergefallen? War ein bisschen ungünstig. Wo läuft der lang? Ach, keine Sniper. Au, ah, nein. Wo seid ihr denn? Ich hätte ganz gerne erstmal den Blitzkrieg erledigt. Weil wie ihr wisst, ich hasse Bosse, die immer angerannt kommen auf Nahkampf. Wir machen mal so... Nein, komm schon, lad nochmal auf. Jawohl, hat geklappt. Ein Eschern, nochmal voll auf den Kopf. Dann haben wir ihn gleich, weil der wird ja sicherlich, wenn er so angerannt kommt, eine Schrotflinte haben und... Da habe ich gar keinen Bock drauf. So, da haben wir ihn. War doch eigentlich easy. Er ist nicht einmal an uns rangekommen. Der hat, glaube ich, nicht einen Schaden gemacht. Treffen wir alle nicht. Weiß ich, alle schon wieder verstecken. Komm schon. Ja. Und da haben wir das auch geschafft. Mensch, das ging relativ fix. 9 Minuten geht die Folge gerade mal. Wir haben 2 Missionen abgeschlossen. Jetzt müssen wir mal schauen. Der wird doch bestimmt was eingelassen haben für uns. Gar nichts? Ich sehe zumindest nichts, aber wenn, dann sammeln wir es, glaube ich, eh ein, sobald wir das Gebiet verlassen. Ich würde bloß nochmal schauen, ob es hier vielleicht... Ach, das sind die Ketten. Cool. Vielleicht noch irgendwo eine Truhe gibt. Oh, 2 sogar. Cool. Jetzt 5 Truhen in den 2 Missionen. Perfekt. Okay, dann haben wir das auch noch erledigt. Dann machen wir jetzt mal fix zurück ins Camp. Da hinten ist noch ein bisschen Eisen. Und gucken mal, ob hier überhaupt noch eine Mission offen ist oder nicht. Also die Hauptmission natürlich. Wo ich glaube, da müssen wir auch bloß wieder zum Zahedion reisen. So, noch etwas Eisen. Schade, dass der gar nichts fallen gelassen hat. Ach so. Ach, ich bin doch auch doof. Wir müssen dem doch noch einen Kopfschuss verpassen.
Und jetzt wird er auch was fallen lassen. Oder auch nicht. War das immer so bei denen, wenn wir einen Kopfschuss gegeben haben? Ich hab's gerade echt nicht im Kopf. Was soll's, wir gehen zurück zum Camp und dann gucken wir mal, ob hier noch eine Mission offen ist. Wir können auf Weltstufe 11 hochstellen, wir kriegen ja auch eine Belohnung. Mal gucken, was es gab. Ah, eine Pistole, na super. Den Ausgang nehmen. Muss ich hier irgendwo durch einen Ausgang? Ach hier, ja. Da unten ist schon wieder Eisen. Wahnsinn, also das Gebiet hier ist generell sehr, sehr truhen- und eisenfreudig. Wollte schon sagen, ist es jetzt weg? Nö. Wir bauen das noch fix ab. Und wir sind echt gut vorangekommen in den letzten Folgen, finde ich. Auch so langsam passt die Ausrüstung. Ja, mit der Waffe jetzt haut das alles nicht mehr so hundertprozentig hin. Aber mal gucken, entweder finden wir noch eine bessere Waffe. Oder wir skillen nochmal um. So, dann lasst mal schauen. Wir gehen einfach mal ganz kurz zum Schnellreisepunkt. Oh, wir haben noch eine ganze Menge. Das Erbe der Outriders, die Historiker-Mission und Grenzland. Oh, habe ich gar nicht gewusst, dass es doch noch so viel ist. Das Gebiet ist noch gesperrt oder wie auch immer. Sehenswürdigkeiten, Konvoi, unbekannte Präsenz. Okay, naja. Schreckliche Skulpturen, das Erbe der Outriders. Dann machen wir die Quest nochmal aktiv. Gucken mal, was das Navi sagt. Navi sagt laufen. Ja. Dann machen wir da mal eben schnell hin. Wusste gar nicht, dass wir noch so viel hier offen haben. Aber na gut, wir sind ja auch... Naja gut, wir haben zwar die zwei Missionen gemacht, aber es sind halt relativ viele Nebenmissionen noch. Die Historiker fehlt, das ist klar. Aber es gibt halt anscheinend echt, also ein ganz paar Nebenmissionen, die hier weitergehen. So, Kangstruppen, kommt her. Wo seid ihr? Da ist der erste. Ich sollte vielleicht nicht ganz so offensiv hier reinrennen. Ach so, wir sind ja auch auf Weltstufe 11. Entschuldigung. Ich hab's gar nicht bedacht. Das war schon wieder ganz kurz vorm Tod hier. Schadenstechnisch sieht es immer noch sehr gut aus. Da bin ich relativ froh drüber, nur kriegen wir halt mittlerweile sehr, sehr viel Damage. Ah cool, selbst die Gepanzerten sind mit ein paar Schüssen weg. Ist halt auch Rüstungsdurchschlag 20% drauf. Vielleicht ist das gar nicht so verkehrt. Ich war eigentlich die ganze Zeit immer für kritischen Trefferschaden und Schaden kurze und lange Distanz. Vielleicht ist das mit dem Rüstungsschaden gar nicht so doof. Zumindest jetzt erstmal für hier, weil wir haben halt viele menschliche Gegner und die haben halt meistens Rüstung. Aber mit dem blauen Loot kann es langsam mal aufhören. Ich meine, wir sind Weltstufe 11. Da kann schon mal ein bisschen mehr Lila bei rumkommen. Bam. Und der Kampf wird bestimmt direkt weitergehen. Das war klar. Bräuchte mal jemanden zum Aufladen. Danke. Eigentlich gern zwei, aber wollte gerade nicht so. Vielleicht gucken wir mal, dass wir mal nach einem anderen Skill gucken, den wir mit reinnehmen. Ah, ich erinnere mich hier dran. Oh, das kann ziemlich hart werden. Wir machen echt gut Schaden, aber ich weiß, hier kommen dann auf jeden Fall noch ein oder zwei Bosse und das wird hässlich. Das wird sehr, sehr hässlich.
Aber so viel Schaden, wie wir gerade reinballern, habe ich ein gutes Gefühl. Aber der Boss ist halt echt stark. Naja, wir gucken mal. Wir schaffen das schon irgendwie. Ich würde ganz gerne nochmal aufladen, aber weit vorrennen ist ja eigentlich nicht die richtige Variante. Jetzt sind die Lavageschosse. Ne, wir haben noch ein Magazin. Ach, selbst der kriegt ordentlich Schaden. Gut, jetzt hatten wir die Lavageschosse noch drauf. Ach, selbst ohne. Krass. Wie einfach das gerade ist. Also anscheinend haben wir doch irgendwas richtig gemacht. Oder kommt da noch ein Boss? Vielleicht war es auch der zweite Boss, der so eklig war. Ich gehe erstmal wieder ein kleines Stück zurück. Ja, der Boss jetzt hier von der... Ah, shit. Krass. Nein. Wir brauchen irgendwas zum Aufheilen. Nein, nein. Wir dürfen nicht sterben. Jawohl. So, jetzt muss der erstmal weg. Ah, der war's. Der war's. Wahnsinn, oder? Scheiße. Ach man, ich will nicht immer so oft sterben. Wir sind schon echt oft gestorben in den letzten Folgen. Aber es wird halt auch echt immer krasser. Der Boss war es. War doch nicht so einfach. Wo sind wir denn jetzt hier rausgekommen? Sind wir von hier gekommen? Ich glaube, wir sind von hier vorne gekommen. Hä? Wo hat es uns denn jetzt rausgeworfen? Naja, müssen wir den ganzen Weg nochmal laufen. Ich hoffe, wir sterben nicht nochmal. Ihr habt's gesehen, der Boss ist halt heftig. Der macht immer diese komischen Mörsergranaten-Dinger, wo man halt die ganze Zeit ausweichen muss und dann ballert er auf einen los. Naja, wir schauen mal. Wir probieren es. Ansonsten geht's doch mal auf Weltstufe 10 zurück. Das wäre jetzt auch nicht so wild. Weltstufe 11 ist schon heftig, was den Schaden angeht. Muss ich die jetzt nochmal besiegen? Nee, ne? Die müssten ja alle ausgerottet sein. Vielleicht bin ich auch gerade einfach einen extremen Umweg gelaufen. Ist schon komisch, dass uns das Spiel dort rausschmeißt. Naja. So, wir sollten ja gleich wieder da sein. Ach, die kommen nochmal, okay. Ach, 45 Schuss in dem Magazin, das wäre so schön. Wir haben halt meistens 30. Bei dem Technomanten hat man im Fähigkeitsbaum so ein Dings drin, dass man mehr Munition hat. Deswegen hatte ich bei den ganzen 30er Gewehren meistens 45 Schuss. Und habe mich da so ein bisschen dran gewöhnt. So, wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal ganz langsam. Und gucken, dass wir wirklich von so weit wie weg wie möglich, also am besten hier, wo wir gerade sind, stehen bleiben. Damit wir dem Boss von hier weit weg ordentlich erstmal schaden können. Ich achte jetzt nicht so extremst drauf, dass wir die Lavageschosse wieder aufladen, weil wir machen auch ohne die relativ viel Schaden. Bevor wir jetzt hier wieder ganz vorrennen müssen. Die Verbrennung ballert auch ordentlich ab, ne? Oder brennt ordentlich, sagen wir es mal so. Wo seid ihr? Da sind sie. Sah kurz aus wie eine Vase. War mir gar nicht sicher, ob es ein Gegner war. Ne, es war eine Vase, okay. Ne, wir müssen ein Stück weiter vor, sonst kommen die nicht raus, die Guten. Ah, ich treffe nicht richtig. Der wird gleich verbrennen, das passt. So, komm her, mein Kleiner. Wir haben dich gleich. Haut hin. Na, der kommt jetzt schon, der Zweite, ne? Kommt der jetzt schon? Ich glaube, der kommt jetzt schon. Irgendwo von da hinten. Will nicht so weit vorrennen.
Vielleicht können wir auch erstmal alle anderen ausschalten, bevor der spawnt. Wäre natürlich ideal. Aktuell sieht es noch gut aus. Ich bleib mal hier stehen, weil ich glaube, sobald wir uns dem Truck nähern, kommt der raus. Und es wäre natürlich schön, wenn wir erstmal vorher schon alle erledigt haben. Kommen die noch raus? Da ist einer. Drüben schießt auch noch jemand. Na kommt. Jetzt kommt der Boss. So, Lavageschosse drauf und jetzt müssen wir den direkt von hier schon abballern. Na, wir haben die anderen schon mal erledigt. Das ist sehr, sehr geil. Und wegrennen. Kommt denn der jetzt so nah? Bleib doch stehen. Na, wir haben ihm schon gut Schaden zugefügt. Komm schon, baller drauf, wir haben keine Deckung mehr, wir haben keine Deckung. Nein. Das war verdammt knapp, aber diesmal haben wir es gut gelöst. Wir waren einfach viel zu weit vorne vorhin. Es ist krass, wie so kleine Veränderungen, meistens ist es wirklich rein das Movement im Spiel. Wie das von einem, ja gefühlt erstmal unlösbaren Gegner, eigentlich direkt wieder relativ easy wird. Wo ist denn der? Hier oben? So, wir haben es geschafft. Sehr schön. Dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.